So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute einfach mal die Basics, ein Wheelie-Tutorial. Kommen wir erstmal zu den grundlegenden Dingen, zur Sicherheit, generell immer Schutzkleidung tragen und auch nie alleine üben. Gerade wenn man neue Sachen ausprobiert, immer jemanden da haben, der helfen kann oder Hilfe holen kann. Ganz wichtig. Zudem müsst ihr euch immer bewusst sein, gerade wenn man es noch nicht kann, dass immer was passieren kann. Heißt, es kann immer mal passieren, dass man einen Fail hat, dass die Karre wegfliegt. Ist part of the game, gehört dazu. Ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, der Wheelies fährt. Da ist ganz wichtig, ihr müsst es wirklich wollen. Also ihr müsst damit im Voraus einverstanden sein, dass es passieren kann. Und macht es bitte mit euren eigenen Karren und auch nur, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt. Ja. Fangen wir direkt mal an mit der Theorie. Da habe ich hier so eine schöne kleine, ist keine EXC, ist eine SXF, eine ältere. Aber man kann es ganz gut erklären. Und zwar, was definiert einen Wheelie? Ich würde es jetzt mal so definieren, es ist jetzt nicht nur ein Hochstarter, dass einfach nur das Rad vorne kurz hochkommt. Der Wheelie ist ab dem Punkt, wo man am Kipppunkt fährt, heißt man wird nicht mehr schneller und kann diesen Zustand sozusagen dauerhaft erhalten. Um das Ganze zu verstehen, um den Kipppunkt zu verstehen, wer es nicht weiß, das Motorrad hat einen Schwerpunkt, der wird irgendwo hier sein, da wird es ausgependelt sein sozusagen, irgendwo hier beim Motor wahrscheinlich. Und im Wheelie probieren wir einfach, den Schwerpunkt sozusagen an der Achse am Hinterrad zu halten. Also vorm Kipppunkt fällt das Motorrad nach vorne. Hinterm Kipppunkt, ich halte es mal hier, also wenn wir zu weit dahinter sind, fällt das Motorrad nach hinten. Zack. Es ist immer besser, wenn es wieder nach vorne fällt, weil da ist unser anderes Rad, dann sind wir im normalen Fahrzustand vom Motorrad. Um zu verhindern, dass wir nach hinten fallen, nutzen wir die Fußbremse. Deswegen immer wichtig, die muss funktionieren und die sollte auch immer getestet werden. Also jedes Mal, wenn ich auf mein Motorrad steige, auch wenn ich 2 Minuten davor gefahren bin, bevor ich aufs Hinterrad gehe, probiere ich einmal kurz aus, ob die Bremse auch funktioniert. Wenn die keinen Druck aufbaut, weil die überhitzt ist, weil man schon viel geübt hat, passiert irgendwann, ist die einfach durch. Hier gucken die, ist in einem guten Zustand. Das weiß, also weiß man eigentlich, wenn es sein Bike ist, man kontrolliert es regelmäßig. Die hat auch noch Bremsbelag. Genau, und es gehört einfach immer dazu, die Bremse ist eure wichtigste Sicherheit im Wheelie. Genau, unser Ziel ist es also, das Motorrad an den Kipppunkt zu bekommen, an die Stelle, wo wir sozusagen, wenn wir leicht vor den Kipppunkt gehen, werden wir schneller. Am Kipppunkt bleiben wir gleich schnell und hinterm Kipppunkt werden wir langsamer. Alles hinterm Kipppunkt ist erstmal gar nicht unser Interesse. Wir müssen nur wissen, dass wenn wir dahinter kommen, um keinen Unfall oder Fail zu machen, müssen wir bremsen, um wieder davor zu kommen. Alles, was wir jetzt in dem Tutorial lernen wollen, ist also, wie wir beginnen, mit Hochstarter nenne ich es mal, und wie wir bis zum Wheelie kommen, um unser Motorrad relativ kontrolliert am Kipppunkt zu halten. Also einfach wirklich die Basics. Gehen wir weg vom kleinen Modell hin zum richtigen Motorrad. Ganz wichtig zu wissen, ihr müsst Motorrad fahren können. Also wenn ihr euch auf dem Motorrad generell noch unsicher seid, dann lasst es mit dem Wheelie sein. Lernt erstmal das Motorrad zu fahren, normal, zu kontrollieren. Habt ein Gefühl für die Fußbremse, habt ein Gefühl fürs Gas, ganz wichtig, gerade mit Motorrädern mit mehr Leistung. Und habt auch ein Gefühl von Kupplung, Kupplung schleifen lassen. Also wenn ihr schon nicht gut anfahren könnt sozusagen, dann kann man das mit den Wheelies gleich lassen. Dann würde ich sagen, genug Theorie, steigen wir aufs Motorrad und fangen wirklich einfach mal an. Wo verstaue ich mein kleines Motorrad? Das darf jetzt mal hier vorne unter die Lichtmaske. Hoffentlich vergesse ich es da nicht. Und zwar, um zu beginnen, die wichtigste Regel, immer den Fuß auf der Fußbremse haben. Das ist unsere Sicherheit, um wieder sicher nach vorne runterzukommen. Da die meisten Motorräder im ersten Gang eher kurz übersetzt sind, nehmen wir mindestens den zweiten Gang. Natürlich, wenn man ein Motorrad mit wenig Leistung hat, muss man es zwangsläufig im ersten Gang machen, aber wir machen es hier, ist eine EXC 500, die hat genug Leistung, mal im zweiten Gang. Nicht allzu schnell, die kommt so oder so hoch, weil die Leistung hat sie. Und dann probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ich muss kurz umdrehen, die Strecke ist nicht allzu lang. Die Kupplung halten wir mit einem, maximal 2 Fingern, weil wir uns natürlich am Motorrad noch festhalten müssen. Und zwar,
ist der ganze Trick eigentlich ganz einfach. Wir machen es von Anfang an mit Kupplung, weil das eigentlich die einfachere Methode ist, das Motorrad hochzuholen. Und zwar geben wir einfach etwas Gas und lassen dann die Kupplung kommen. Und man merkt schon, das Motorrad kommt schnell hoch. Jetzt bei der EXC ein bisschen stärker wie bei anderen. Je nachdem, wie viel Leistung man hat. Tendenziell kriegt man eigentlich fast alles hoch, egal ob 50 Kubik, egal ob 10 PS, ob 15 PS, ob 120 PS. Man muss es einfach lernen. Aber es geht fast alles, was zwei Räder hat und einen Motor und nicht kompletter Schrott ist, aufs Hinterrad. Genau. Und dann macht man das einfach mal und kommt nicht allzu hoch. Gewöhnt sich erstmal einfach an die Höhe. Ja. Das Ganze macht ihr ein paar Mal und man wird automatisch, wenn man die Höhe halten kann, immer schneller. Also wir fahren, wir geben etwas Gas und werden automatisch schneller. Das muss man auch gar nicht ausreizen, bis man am Ende, wenn man im zweiten Gang, wenn man den voll ausdreht und man hat ein großes Motorrad, wir müssen da jetzt nicht bei 80, 90 km/h landen, das macht einfach gar keinen Sinn. Abgesehen davon tut es dem Motor nicht gut und wenn wir uns hinhauen, ist einfach alles kaputt. Aber man hat schon mal ein Gefühl für ein bisschen für auf einem Rad fahren. Der nächste Schritt an sich ist jetzt zum Kipppunkt zu kommen und aber zu wissen, was wir tun, wenn wir an den Kipppunkt kommen, heißt, der Kipppunkt ist ja wirklich nur eine Stelle. Mit ein bisschen Gas ist man plötzlich ganz schnell hinterm Kipppunkt. Jetzt kommt der Schritt, wo wir uns daran gewöhnen, wie wir das Motorrad wieder runterholen. Fußbremse. Ihr hattet den Fuß sowieso zur Sicherheit immer drauf. Jetzt lernen wir, wie wir die Fußbremse betätigen. Heißt, so, wir gehen wieder in den zweiten Gang. Machen das gleiche wie davor, aber wir beschleunigen gar nicht raus, sondern wir bremsen uns immer mit dem Fuß direkt wieder runter. Kupplung ziehen, Gas geben, hochholen und runterbremsen. Dass wir einfach spüren, okay, die Bremse greift direkt rein, die hält uns. Und das Ganze machen wir wieder, bis wir uns echt sicher fühlen. Und dann kann man so einfach die Wheelies immer höher steigern. Zack. Alles vorm Kipppunkt noch. Zack. Und das Ganze machen wir so lange und steigern es immer ein bisschen, bis wir an den Kipppunkt kommen. Und jetzt ist der springende Punkt. Am Kipppunkt oder sobald man höher kommt, nicht vor Schreck die Beine runternehmen. Passiert ganz oft, ist mir auch passiert, passiert den meisten. Wenn ihr einfach hochkommt, denkt ihr, ihr verliert die Kontrolle, macht die Füße nach hinten runter, um euch abzufangen, dann könnt ihr ja aber nicht mehr runterbremsen. Heißt, wir steigern uns immer näher an den Kipppunkt, bis wir am Kipppunkt sind. Und dann können wir plötzlich Wheelies. In der Theorie klingt es einfach, ich weiß, es ist viel Übung, aber an sich gibt es dafür nur einen Tipp. Und das ist Übung, immer Übung. Das ist ein Talent, das kommt nicht aus dem Nichts. Es gibt niemanden, der einfach aufs Motorrad drauf sitzt und Wheelies kann. Man übt es einfach. Und dann gehen wir wieder in den zweiten, ziehen die Kupplung, geben Gas, Kupplung kommen lassen und plötzlich sind wir am Kipppunkt, wo wir immer gleich schnell sind. Wir hören, der Motor wird nicht lauter, nicht schneller, der dreht immer gleich. Und das ist unser Ziel. Dafür dieses Tutorial. Weiter wollen wir gar nicht gehen. Noch eine Anmerkung zum Schluss. Wir haben bei Viertakt den Vorteil, dass der Motor bremst. Also wir haben eine Motorbremse. Die ist automatisch, einfach durch die Bauweise, durch die Konstruktion. Bei Zweitakt ist die Motorbremse extrem gering oder nicht vorhanden. Heißt, wenn ihr mit Zweitakt übt, seid euch einfach bewusst, ab dem Kipppunkt, wenn ihr das Gas rausnehmt, die fällt trotzdem nach hinten. Die Viertakt bremst durch den Motor automatisch immer ein bisschen. Also man kann theoretisch am Kipppunkt fahren. Und wenn man vom Gas weggeht, ohne die Fußbremse, kommt man wieder nach vorne. Bei der Zweitakt ist es deutlich, ich sag mal, gewöhnungsbedürftiger. Wer aber Zweitakt wheelen kann, kann eigentlich fast alles wheelen, oder? Also es fällt deutlich einfacher. Wer auf Viertakt beginnt und meint, er kann auf seinem Bike richtig gut wheelen und er ist noch nie Zweitakt gewheelt, bitte mit Vorsicht. Man ist es nicht gewöhnt, wie krass die Motorbremse bei Viertakt bremst. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Tutorial. Wie gesagt, es ist wirklich für Beginner. Nochmal kurz zusammengefasst, Schutzkleidung, nicht alleine. Dann gehen wir direkt ans Bike,
wir wollen an den Kipppunkt kommen, das ist ein gescheiter Wheelie, keine Hochstarter, wirklich am Kipppunkt kontrolliert, dafür immer den Fuß auf die Fußbremse. Wir haben ein bis maximal zwei Finger an der Kupplung, ziehen die Kupplung, geben etwas Gas, lassen die Kupplung schnell kommen. Das Motorrad, wenn es genug Kraft hat, je nachdem wie viel Gas man gibt, kommt nach oben. Wir gucken, dass wir an den Kipppunkt kommen. Sind wir hinterm Kipppunkt, müssen wir auf die Bremse drücken. Sind wir vorm Kipppunkt, geben wir etwas Gas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle, die Wheelies können oder es gerade lernen, teilt gerne eure Erfahrungen und euer Wissen in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen und das Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!